Ivan, 12 Jahre behauptet, ich kenne mich mit dem bedeutendsten deutschsprachigen Roman des 19. und 20. Jahrhunderts besser aus als Tobias Moretti. Ivan und Tobias bekommen abwechselnd jeweils den ersten Satz eines Romans vorgelesen und müssen anhand dieses Satzes sagen, um welches Werk es sich handelt und wer der Autor ist. Wer mehr richtige Antworten hat, gewinnt das Duell. Im Falle eines Gleichstandes kommt es zum Stechen. Klein gegen groß, auf los geht's, los! Die erste Aufgabe kommt für Ivan. Und das ist der erste Satz des zu erratenden Romans. Eduard, so nennen wir einen reichen Baron im besten Mannesalter. Eduard hatte in seiner Baumschule die schönste Stunde eines Aprilnachmittags zugebracht, um frisch erhaltene Pfropfreißer auf junge Stämme zu bringen. Das hört sich so an wie Goethe. Ich denke, das sind die Wahlverwandtschaften. Oder Wahlverwandtschaften einfach nur. Mhm. Du sagst Johann Wolfgang von Goethe, die Wahlverwandtschaften. Und die Lösung ist die richtige. Wunderbar. Die Wahlverwandtschaften von Johann Wolfgang von Goethe aus dem Jahre 1809. Mhm. So, erster Punkt für Ivan. Erste Aufgabe für Tobias. Mein Vater war ein Bauernsohn aus einem uralten Dorf, welches seinen Namen von dem Alemannen erhalten hat, der zur Zeit der Landteilung seinen Spieß dort in die Erde steckte und einen Hof baute. Das ist der Gottfried Keller mit dem grünen Heinrich. Der Gottfried Keller, der grüne Heinrich. Und dein Dialekt, sagst du, begründest du darauf, dass er ein Schweizer Schriftsteller ist. Und das ist richtig. Auch aus dem 19. Jahrhundert. Zweite Aufgabe für Ivan. Diese Inschrift stand auf der Glastür eines kleinen Ladens. Aber so sah sie natürlich nur aus, wenn man vom Inneren des dämmerigen Raumes durch die Scheibe auf die Straße hinausblickte. Das ist von Michael Ende, Die unendliche Geschichte. In diesem Roman, also ich weiß, dass es um eine Parallelwelt geht. Mhm. Ich weiß jedenfalls, dass es 113 Wochen lang in den Spiegel-Bestsellerlisten war. Ja. Das ist eine ganze Menge, was du darüber weißt. Und wenn es jetzt noch die richtige Antwort ist, dann gibt es auch einen Punkt dafür. Ich habe ein gutes Gefühl. Michael Ende, Die unendliche Geschichte. Zweiter Punkt für Ivan. Mhm. Tobias, wenn du bereit bist, zweite Aufgabe für dich. Über dem Atlantik befand sich ein barometrisches Minimum. Es wanderte ostwärts einem über Russland lagernden Maximum zu und verriet noch nicht die Neigung, diesem nördlich auszuweichen. Das ist Robert Musilmann und Eigenschaften. Das ist deine Antwort. Und hier kommt die Auflösung. Im Jahr 1930 erschien. Ganz schön dicker Schinken, ne? Dicker Schinken. Ja, ja, ja. Fast, also an die zwei, ich glaube, 1700 Seiten so ungefähr. Zweiter Punkt für Tobias Moretti. Es steht unentschieden und es geht weiter mit der dritten Aufgabe für Ivan. Ich höre schon alle sagen, ein Baum, was ist das schon? Ein Stamm, Blätter, Wurzeln, Käferchen in der Rinde und eine manierliche, ausgebildete Krone. Wenn es hochkommt, na und? Das ist Jakob der Lügner von Jurek Becker. In diesem Roman geht es, dass der Autor, wenn ich mich irre, mit Jakob oder mit einem polnischen Juden im Ghetto befindet und da seine Geschichte erzählt. Jedenfalls. Okay, ja, super. Ja, super. Also keine Frage, dass du dich super auskennst, Ivan. Dein dritter Punkt, wenn es stimmt. Aus dem Jahr 69. Dritter Punkt für Ivan, dritte Aufgabe für Tobias Moretti.
Diederich Hessling war ein weiches Kind, das am liebsten träumte, sich vor allem fürchtete und viel an den Ohren litt. Heinrich Mann, der Untertan. Das ist eine, vor dem Ersten Weltkrieg, ein Roman. Sehr schwieriges Buch. Was sagst du, Stel? Also es zu lesen war schwer, also die Art, wie es geschrieben wurde. Mhm. Ja. Schwere Kost. Ja, ja, schwere Kost. Ja. Heinrich Mann, der Untertan, war die Antwort von Tobias Moretti. Und das stimmt. Aber das hast du gelesen. Und du hast es gelesen dann. Ja, probiert, nicht so weit gekommen. Wir biegen auf die Zielgerade ein. Letzte Aufgabe für beide. Hier ist die vierte Aufgabe für Ivan. Es war Herbst in der Stadt des Mondes, als Viktor zum ersten Mal von Prosper und Bo hörte. Das ist von, ich denke, von Cornelia Funke. Und wenn ich mich nicht irre, ist das Cornelia Funke, Herr der Diebe. Ja, Funke, Herr der Diebe. Sehr bekannt. Aber war das der erste Satz aus dem Roman? Ja. Das stimmt. Vielfach ausgezeichnet. Im Jahr 2000 erschienen. Vierter Punkt für Ivan und letzte und vierte Aufgabe für Tobias Moretti. Über Josef Knechts Herkunft ist uns nichts bekannt geworden. Das ist Hermann Hesse, das Glasperlenspiel, glaube ich. Ja, ja. Ja? Das ist richtig. Ja, ja. Dann schauen wir, ob es mit dieser Antwort für dich den vierten Punkt gibt und damit ins Stechen geht. Und das ist so. Hm? Bravo. Hm? Hm? Aha. Das ist super. Ich denke hier. Super. Da, besser. Ja, so. Hände zurück. Wer zieht schneller, wer weiß es. Ihr müsst den Satz nicht zu Ende anhören, sobald ihr glaubt, es zu wissen, draufhauen. Aber ich höre auch an der Stelle auf. Achtung, hier kommt's. Das Stechen, die Entscheidung. Es ist 5 Minuten. Ah. Oh! Moment. Es ist. Kleiner Mann, was nun von Hans Vallada. Bravo. Und wir gucken. Bravo. Und. Super. Das stimmt. Ja. 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 Komm nach vorne. Wir haben einen Sieger im Literaturduell. Und der heißt Ivan. Ivan, dein Geschenk. Ja, wir wissen, dass du ganz im analogen Zeitalter zu Hause bist und ganz viele Sachen liebst. Aber es gibt natürlich trotzdem auch noch viele Sachen zu entdecken. Und die findet man teilweise eben auch im Internet. Oh. Du bekommst Geil. Ein neues Laptop und schau mal, eine ganz besondere Laptop-Tasche. Ah, oh, geil. Bekommst du noch oben drauf. Von unserem gemeinsamen Besuch in der Klosterbibliothek Maria Lach. Ja, das war super da. Also vielen Dank nochmal, dass wir da sein durften. Ja, Ivan, vielen Dank, dass du unser Gast warst. Danke, dass du das so toll gemacht hast. Wenn ihr noch mehr coole Challenges sehen wollt, dann gibt es die hier in der Mediathek und hier gibt es das nächste Video. Also abonniert den Kanal und denkt an die Glocke.